So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Mein Name ist Nils und wir haben hier einen neuen Quest. Ich bin froh, dich zu sehen, Nils. Wir müssen über Scar reden. Ich wollte gerade auf ihn zu sprechen kommen, Remy. Dann hast du ein großartiges Timing erwischt. Ja, habe ich. Scar war in letzter Zeit ein furchtbarer Kunde im Restaurant. Was? Er bestellt immer wieder ein Gericht, isst das meiste davon und schickt dann den letzten Bissen mit der Bemerkung, es war nicht gut zurück. Was? Ein inakzeptables Verhalten, ja, aber wirklich. Hast du mit ihm gesprochen? Die ersten paar Male habe ich nichts dagegen unternommen, aber beim fünften Mal? Ich habe versucht, mit ihm zu reden. Ich habe ihm gesagt, dass es mir nichts ausmacht, für ihn zu kochen. Jeder muss essen. Aber sich zu beschweren, nur damit man nicht zahlen muss, ist ziemlich unhöflich. Ah, ich wollte nämlich gerade fragen, müssen die denn zahlen? Seine genauen Worte waren, und was kann ein Nagetier wie du gegen einen mächtigen König ausrichten? Boah, das hat er gesagt? Und was kann ein Nagetier wie du gegen einen mächtigen König ausrichten? Dann soll er selber kochen. Dann warf er seinen Teller auf den Boden. Der Teller zerbrach und er ging? What? Boah, ich werde Moshu davon berichten. Er war besorgt, dass Scar sich kleinere Dorfbewohner vorknüpft. Mach dir keine Sorgen, Remy. Wir werden einen Weg finden, Scar davon abzuhalten. Du bist in meinem Restaurant immer willkommen. Dankeschön. Stitch! Wo bist du? So, Ladies and Gentlemen, nochmal herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Wir haben hier noch einen Quest Gesellschaft der winzigen Dorfbewohner. Ach Gott, ist der goldig mit seiner Sonnenbrille. Hi, Stitch! Hat dir Scar in letzter Zeit Ärger gemacht? Ich helfe Moshu bei einem Projekt. Also eins ist klar. Stitch ist ja ein genetisch verändertes Wesen mit unglaublichen Kräften. Ich glaube nicht, dass Scar ernsthaft Stitch besiegen kann. Im Gegenteil, ich glaube eher, dass Stitch Scar ernsthafte Probleme machen kann. Nein, Scar Angst vor Stitch. Das glaube ich nämlich auch. Wirklich? Ja. Stitch, Scar sagen, das Schiff hat Laser. Und ihm sagen, was Laser tun. Jetzt Scar lässt Stitch in Ruhe, aber Stitch sehen, wie Scar andere kleine Freunde belästigt. Sein Bösometer ist sehr hoch. Danke, Stitch. Moshu und ich arbeiten daran. Wow! Das ist ja goldig. Ich will Bild machen. Hallo, gibt's was zu berichten? Hi, Bas. Hat dich Scar in letzter Zeit genervt? Obwohl Scar und ich unsere Beziehung friedlich geregelt haben, überschreitet er manchmal die Grenzen der Freundschaft zu sehr. Oha, wie gepflegt sich Bas ausdrücken kann. Was bedeutet das? Es bedeutet, und es fällt mir schwer, das zu sagen, wow. In letzter Zeit scheint es gar Spaß zu machen, mich in Schlammpfützen zu stoßen. Ein Schlag mit seiner Pfote und ich fliege. Boah. Ich brauche Stunden, um den Schlamm aus den Knöpfen meiner Uniform zu bekommen. Manchmal Tage. Hat er sich entschuldigt? Negativ. Er lacht und schlendert davon. Es tut mir leid, Bas, dass dir das passiert ist. Moshu und ich werden an einer Lösung arbeiten. Ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt. Woody habe ich hier irgendwo gesehen. Warte mal.
Alter, was ist denn hier schon wieder alles? Den schönen Platz hier mal wieder sauber machen. Können die Leute ja gar nicht durch. Wenn ich hier... Hätte doch Mirabelle was gesagt. Hi. Oh, Glückchen. Meine Pflänzchen. Letzte Zeit sind aber wieder viele vertrocknet. Das war früher zwar mal mehr, aber... Okay, ich habe gedacht, ich habe ihn hier gesehen. Ja, gucken wir mal rein hier. Karte. Mach mal ein bisschen kleiner. Wir brauchen jetzt noch... Hier, den Sheriff brauchen wir. Nein, ich bin den Sheriff. Sheriff Woody, 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 Woody. Wo ist er? Oh, so klein, man kann ihn nicht... Ach, da ist ein Wasser, im Wasser ist er. Hallo? Oh Gott, ist das goldig. Ich muss mal den Schmuck da von die Ohren wegtun. Woody, eine Frage. Hat's gar dich genervt? Jetzt, wo du fragst, wir haben neulich ein seltsames Spiel gespielt. Was? Was für ein Spiel denn? Scar sagte, er wolle Verstecken spielen, was ich ein bisschen lustig fand. Aber hey, ich bin ein Spielzeug. Mein Job ist, Leute glücklich zu machen. Als Scar mich gefunden hat, habe ich ihm gesagt, dass er sich jetzt verstecken muss. Und er sagte, nein, jetzt ist es Zeit für dich zu rennen. Und er hat mich einen ganzen Nachmittag lang durch das Dorf gejagt. Das war ein hartes Training für mich. Er hat 4 Beine und ich nur 2. Was? Und keiner hat was gesagt? Das war kein Spaß. Ich kann immer noch spüren, wie seine großen Zähne hinter mir zuschnappen. Was? Gut, dass du es mir sagst, Woody. Mushu und ich klären die Situation. Ich erzähle ihm deine Geschichte. Das ja, aber warum sagt er denn nichts? Okay, jetzt muss ich aber ehrlich sagen, bin ich aber echt, ja, ich bin schockiert. Also sowas in der Form kann ich mir jetzt nicht erinnern. Gibt es irgendwas, was zu mir passen würde? Na. Ja. Kann man mal anziehen, oder? Mütze. Haben wir sonst noch irgendwas, was interessant sein könnte? Der Hut, ne? Ja, der Hut ist cool. Der ist cool. Baseball, entweder die Mütze. Oder der Hut. Dann bräuchte ich ihn aber in weiß. Ja, der hier. Ja, der passt aber eigentlich nicht. Wie viele Hüte haben wir denn bitte? Oh Gott. Ja, der passt eigentlich. Schaut irgendwie aus wie so ein... Oh ja, der weiße Hut schaut cool aus. Der weiße Hut, den hatte ich ja mal eine Zeit lang immer an. Mach mal ein Bild hier. Mach mal ein Bild. So. Dann gehen wir mal zum Mushu. Ich bin mal gespannt. Also das sind ja wirklich ganz, ganz schlimme Sachen, die da Mushu gemacht hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen entsetzt. Jetzt schauen wir mal, wo Mushu ist. Mushu, das trifft sich. Das ist ein Fünfer im Lotto. Ja, ich kann ihn nicht ansprechen. Hallo. Du hattest völlig recht. Scar schikaniert die anderen kleinen Dorfbewohner. Nun... Alle außer Stitch, aber nur weil Stitch klar gemacht hat, dass er Laser hat. Wow, also Stitch, das ist ja immer das, ne? Wenn du Waffen hast, kannst du dich verteidigen. Und Stitch hat Laser. Ich wusste es. Was haben die anderen gesagt?
Also Bass hat gesagt, dass Scar ihn immer wieder aus Versehen in Schlammpfützen stößt und dabei hämisch ablacht. Oh, ich halte mich zurück. Mein Blut fängt an zu kochen. Ja, jetzt warte mal, bis Woody was sagt. Remy, Scar hat seinen letzten Bissen Essen zurückgeschickt, damit er im Restaurant nicht bezahlen muss. Okay. Als Remy Scar darauf ansprach, nannte er ihn ein Nagetier und schlug seinen Teller auf den Boden, wodurch er zerbrach. Ich bitte dich. Ich gehe nicht einmal ins Restaurant und ich weiß, dass das unhöflich ist. Er geht nicht. Ja, stimmt. War Mushu schon mal im Restaurant von Remy? In Cheikh Remy? Komisch. Scar wollte Verstecken spielen, aber als er Woody fand, jagte er ihn einen ganzen Nachmittag lang und schnappte mit seinen Zähnen nach ihm, als er ihm nahe kam. Unerhörter Einsatz von Zähnen, nicht bei mir. Er verursacht nur ganz allgemein Terror für die Kleinen. Also das passt ja so gar nicht rein in die Quests. Wir setzen dem ein Ende. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich werde die Gesellschaft der winzigen Dorfbewohner gründen. Ich will alle zusammenbringen und sie wissen lassen, dass ich die Sache im Griff habe. Unser Motto könnte sein, kleiner, aber oho. Du bist ein großer Anführer, Mushu. Dankeschön. Ich habe Mulan alles beigebracht, was sie weiß. Für ein richtiges Treffen brauchen wir kleine Stühle. Alles hier ist riesig, nicht gerade für uns kleine Leute gemacht. Oh, und ein paar Snacks für die Kleinsten. Ein professionelles Treffen braucht etwas zu essen. Auch wenn nur ein paar Leute daran teilnehmen. Alles klar, Mushu. Ich stelle ein paar kleine Stühle her. Du lädst die anderen Dorfbewohner zum Treffen ein. Um die Snacks kümmern wir uns später. Wir sprechen uns später. Wir sprechen uns später, ist ja goldig. So, dann stellen wir mal die Stühle her. Also ich bin ja entsetzt, ne? Ich bin ja echt entsetzt. Was ist denn in Scar geraten? Gehen wir mal hier zu Goofy. Oha. Wir machen mal hier Speichern. Ja, ja, wir haben so ein bisschen diesen Tag heute mit der Internetverbindung. Das habe ich schon gemerkt. Ich speichere das mal ab in der Cloud. Okay. So, dann. Hier natürlich bekommst du was. Hier natürlich. Jeder ist Teil des Ganzen hier. Kleine Stühlchen. Jetzt weiß ich auch, wo die Stühlchen herkommen, weil ich habe nämlich hier jemanden gesehen, der auch so kleine Stühlchen hatte. Und ich hatte mir noch gedacht, wo kommen die denn her? Eisenbarren. Jetzt schaue ich aber erst nach, wie viel. 5 Stück. Das mache ich nämlich jedes Mal falsch. 5 Stück von den kleinen Möbelstücken. So. Bringe Mushu die winzigen Stühlchen. Ja, machen wir das mal. Oh, so geht die Sonne auf. Oh ja, hier so. So vielleicht. Bild machen. Sehr schön. So, wo ist denn Mushu? Wir gucken mal auf die Karte. Immer noch da unten. Sehr schön. Na komm. Wally, komm! Wir gehen mal da runter. Das kleine Kuschelinchen ist zu sich wieder verstecken. Das scheint ihm ja hier zu gefallen, ne? Ja, das scheint ihm hier sehr zu gefallen. Da steht er. Bitteschön! Kleine Stühlchen. Hallo! Hallo!
Oh, sie sind perfekt für unser Treffen. Ich stelle sie auf, sobald wir fertig sind. Sie sind so süß. Ja, genug mit dem Süß. Das Wichtigste ist, dass es die Stühle sind, die unsere Mitglieder brauchen. Jetzt brauchen wir vor allem ein paar Erfrischungen. Dafür sollten wir unseren Experten zu Rate ziehen. Könntest du mit unserem kleinen Lieblingskoch reden? Und nicht vergessen, meld dich mal. Welche guten Wächtertaten kann ich heute tun? So, Ladies and Gentlemen, dann würde ich sagen, ja, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Wir machen hier mal Schluss. Im nächsten Teil geht's weiter. Also ich bin ein bisschen entsetzt über die Art und Weise, wie Scar mit den Dorfbewohnern umgeht. Und man sieht auch, dass er sich durchaus bewusst ist, als Stitch gesagt hat, ich werde dich mit den Lasern jagen, da war Ruhe im Karton, ne? Also es ist schon hochinteressant. Die Art und Weise, wie er mit den Leuten umgeht, ist nicht gut. Aber wir gucken mal ja, in den nächsten Teilen rein, in den nächsten Aufgaben hier, in den nächsten Quests, wie diese Aufgabe gelöst wird. Da bin ich echt mal gespannt. Okay, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Bis dann, euer Nils. Ciao, danke fürs Zuschauen. Tschüss.